Hallo Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Trainer Go. Heute wird spielerisch nicht viel passieren, außer dass ich hier vielleicht ein bisschen rumflitze. Denn es kam ein Videovorschlag, wo ich sage, boah, ja, da wollte ich sowieso mal drüber reden. Und zwar, was ich mir in Trainer Go wünschen würde, was man verbessern könnte, was man optimieren könnte und so weiter und so fort. Ich würde einfach mal mit dem Thema 1 beginnen. Das ist ganz schön logisch, Julian. Thema 1 ist der Zeitvertreib. Ich persönlich finde, gerade in den Phasen von, sagen wir mal, 18 Uhr bis 22 Uhr, gibt es nicht wirklich viel zu tun. Wenn man Gildenbosse machen kann, klar, sind aber auch innerhalb von 5 Minuten abgehandelt. Und wenn man in der Zeit schon die ganzen Dailies gemacht hat, hat man in der Zeit wirklich nichts zu tun. Und bei uns in der Gilde merken wir es gerade, von 18 bis 22 Uhr sind wir zwar viel in Discord und labern ein bisschen, aber wir spielen meistens andere Spiele nebenbei, weil wir in Trainer Go nichts mehr zu tun haben. Sprich, es müssten noch Sachen integriert werden, die ohne Energie funktionieren, einfach zum Zeitvertreib da sind. Sowas wie Minigames. Unter Minigames, es könnte alles möglich sein. Das kann von einfachen herkömmlichen Spielen wie Schach oder viel Gewinn sein. Und der Gewinner bekommt halt ein Gold. Ja? Oder halt irgendwas anderes. Oder kriegt irgendwelche Punkte, in die er... Nee, das ist schon wieder Quatsch. Der bekommt halt ein Gold oder ein Diamant. Also, dass man quasi ein bisschen Zeit in Trainer Go verbringen kann, aber es nicht schlimm ist, wenn man es nicht macht. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Es sind halt viele Phasen dazwischen. Da ist man halt da und guckt teilweise den Monitor, wenn man nichts nebenbei macht. Ich würde sagen, gehen raus an einige aus der Gilde. es fehlt halt so ein Zeitvertreibfaktor. Aber das ist eigentlich so ein Punkt, der niedriger ist. Da müssten eigentlich erstmal andere Sachen gemacht werden. Was ich mir auch wünschen würde, wäre ein besserer Support, der generell mehr auf Sachen eingeht. Denn wenn man Support fragt, bekommt man die Standard-Google-Übersetzungsantworten. Die bringen mir ja nicht wirklich viel, das weiß ich auch, danke. Aber die meisten Sachen weiß der Support nicht gut. Der aktuelle Support besteht auch meistens aus Spielern, die da vielleicht ein bisschen entlohnt werden. Aber das ist absoluter Quatsch, ein Support ist da, um mir zu helfen. Und die leiten eigentlich nur Sachen weiter und brauchen dann Jahre, um es zu beantworten. Oder geben halt keine Informationen oder halt, ich hatte auch schon eine falsche Information zum Thema Schadensberechnung. Von daher würde ich mir da wirklich einen anderen Support wünschen. Und mit dem Support hängt eigentlich auch eine weitere Thematik zusammen. Die Übersetzung von dem Spiel. Es sind so viele Fehler drin, da wird auch ein extra Video zum kommen. Weil da teilweise echt witzige Übersetzungen dabei sind oder einfach richtig retardete Sachen, die einfach nicht reingehören. Und da das Spiel nicht mehr in der Alpha ist, sondern in der Beta, müssten die Übersetzungsfehler eigentlich schon langsam draußen sein. Meint, da hat man hier und da mal echt Spaß mit dem Spiel. Aber ja. Aber ich würde auch viel mehr Modi integrieren. Gut, es sind ja schon, wenn man mal auf die Fähigkeiten geht, hier drunter geht, da ist ja zum Beispiel schon ein Kampfring hinterlegt, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Dann ist ja schon Champions League hinterlegt. Das heißt, ein paar Modi werden noch folgen, die ein bisschen Zeit kosten. Aber ich finde, es fehlt ein ganz, ganz großer Modi. Und zwar das serverübergreifende oder der serverübergreifende Gildenkrieg oder Clankrieg. Denn ich finde, wenn eine Gilde einen Server dominiert, hat sie wirklich nicht viel zu tun. Und da könnte man ja zum Beispiel ähnlich wie beim World Tournament machen, wo Server zum Beispiel Server 50 bis 59 zusammenspielt. Könnte man doch einfach einen Gegenkrieg machen. Von Server 50 bis 59 auf jedem Server dominiert eine Gilde meistens massiv. Und die Gilden können doch dann gegeneinander antreten, zum Beispiel sonntags 19 Uhr. Und sich da Zusatzbelohnungen verdienen. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, den würde ich mir wirklich wünschen. Man muss ja nicht gleich Server 1 gegen einen neuen Server antreten lassen, da hat man ja keine Chance. Aber die Server, die im gleichen Zeitraum gekommen sind, dass man die dann machen lässt. Und von denen kann man zum Beispiel auch wieder einen Gewinner machen. Dass man dann quasi, wenn man so ein Top-Gilden gehört, jetzt zum Beispiel Server 1, ich weiß gar nicht, wen es alles gibt, Alpha und Hartz 4 und whatever, dass sich da quasi eine Ultra-Gilde rauskristallisiert und die dann halt im Idealfall 7-mal in der Woche Gildenkrieg führen kann und sich extra Belohnungen holt. Die extra Belohnungen müssen ja nicht super groß ausfallen mit super Legendary-Fragmenten, reicht ja EP-Fragmente, ist ein paar Zuchtkarten, ein paar Poliersteine, so Kleinigkeiten, worüber sich jeder Spieler freut. Aber quasi auch als Belohnung, dass man zu den stärkeren Gilden gehört. Oder man fängt halt erstmal mit dem kleinen silbergreifenden Grenzduell an von 50 bis 59. Wäre ja auch eine coole Sache.
Ja, dass man einfach mal gegen Gilden aus anderen Servern kämpft. Das wäre noch ziemlich cool. Parallel, was ich auch cool fände, kann man ja auch als Fun-Modi einführen, wären so Doppelkämpfe. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich würde gern mit, in dem Fall, mit Sparta, ja, würde ich gern Doppelkampf machen gegen Leute von Server 55. Dass dann quasi Sparta und ich gemeinsam gegen andere Leute einen Doppelkampf machen. Einfach so just for fun. Dass wir dann 6 Pokémon haben, da richtig geile Kombis ausprobieren können. Das wäre auch einfach ein Fun-Mode, den man integrieren könnte und der eigentlich auch echt Spaß machen würde. Oder halt auch so gildenmäßig macht. Also wenn man so eine Art Gildenkrieg aufführt, aber als Doppelkämpfe. Zusätzlich zum normalen Gildenkrieg, da gehört ja dann auch Takt dazu, nämlich den Schwachen und den Starken, den Schwächsten und den Stärksten. Oder wie baue ich da die Teams auf? Das wäre mega. Weißt du? So ein Doppelkampf generell. Wie man das wirklich integriert, das ist. Kann man viel machen. Aber allein als Fun-Modi würde es mir schon reichen. Auch ohne Belohnung. Weil das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Und es wäre parallel so ein Zeitfüllfaktor, womit man wieder bei Punkt 1 wären. Was viele bemängeln, sind die Preise. Gut, sehe ich ein, beim Aufladen etc., das ist schon super arschteuer. Aber man muss auch mal die Relation sehen. Gehen wir jetzt mal davon aus, gestern war zum Beispiel Latios, glaube ich, im Angebot für 300 Euro. Und dann gibt es manchmal Aktionen, wo man für 1000 Euro ein Pokémon bekommt. Jetzt überlegt euch mal, die würden die Preise so runterkalkulieren, dass man 50 Euro für ein Pokémon macht. Das heißt, ganz viele würden viel mehr bezahlen, um ein gutes Pokémon zu haben. Was wäre die Konsequenz daraus? Ganz viele hätten wieder ähnlich sehr, sehr starke Pokémon. Das würde den Pay-to-Win-Faktor nochmal extrem vergrößern und würde es eine Menge Probleme mit sich ziehen. Also, finde ich. Dann haben relativ viele, also wenn man jetzt wirklich auch die Preise etc. nach unten senkt, machen viele mehr 10-Verziehungen. Das heißt, es kommen viel mehr legendäre Pokémon. Legendäre Pokémon sind meistens stärker. Das heißt, die normalen Pokémon werden verdrängt. Das heißt, ich benutze ziemlich oft das heißt, die Folge daraus ist, dass dann quasi alle irgendwann die gleichen Kombis haben. Dann wären wir bei dem Problem, was die vietnamesischen bzw. die amerikanischen Silber aktuell haben. Oben, also die Top 10, die haben dann immer die gleichen Kombinationen und dann kommt es nur noch drauf an, wer hat das höhere Zuchtlevel, wer hat das höhere Freundschaftslevel, wer hat das höhere Abenteuerlevel, Punkt, Punkt, Punkt. Wer hat das höhere Reittierlevel? Auf mehr kommt es dann nicht mehr drauf an, weil alle die gleichen Pokémon haben. Damit wäre die Situation, die sie jetzt haben, die würden wir einfach vorziehen. Deswegen finde ich es nicht schlecht, dass die Preise so teuer sind. Sprich, das wären die Free-to-Play-Pokémon, die man sich so erspielen kann, viel mehr genutzt. Das Einzige, was sie machen könnten, was ein Kompromiss für alle wäre, wäre, wenn sie die Preise nach unten senken, parallel die Pokémon-Aktion raushauen, dass man für Aufladen keine Pokémon bekommt. Und wenn sie viel, viel, viel mehr Pokémon integrieren, weil aktuell, wenn wir uns mal den Pokédex angucken, da ist quasi, ja, das sind immer 15, 20, das sind jetzt hier 27 Mega-Entwicklungen, die registriert sind. Dann kommen wir ungefähr noch, ich gehe jetzt mal hoch ran, 10 extra Mega-Entwicklungen ran, die im Pokédex nicht vorhanden sind. Dann haben wir hier ein paar, das ist die Pokémon-Übersicht ist halt sehr, sehr begrenzt. Und die meisten hier unten, die hier unten kannst du eigentlich sowieso alle irgendwo vergessen. Gut, Elevoltek kannst du bis zu einem gewissen Grad benutzen, die anderen dann schon weniger. Die Simson ist alles begrenzt benutzbar. Das Einzige, was wirklich benutzbar ist, sind die hier oben. Das sind jetzt, wenn wir mal nur von denen ausgehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 5, 35, das waren 25, ne? Sind wir bei 60, sind wir bei 62, sind wir bei, 66 Pokémon, die man benutzen kann. Und von den 66 Pokémon sind wieder manche deutlich stärker. Das heißt, ein Haupt-Champion-Pool oder Pokémon-Pool hat man dann von 9 bis 10. Und wie viel kann man beim Grenzduell benutzen? 9. Von daher haben dann wirklich alle dieselben Pokémon. Und damit bräuchte man einen. Eigentlich müssten sie alle Pokémon reinklatschen. Dass dann A, jeder sein Lieblings-Pokémon hat. B, dass man viel mehr Kombis rauskauen kann. Dass die Pokémon-Vielfalt viel höher ist. Weil so aktuell,
gerade bei uns, können wir mal in der Rangliste gucken, außer den ersten, den lassen wir jetzt mal weg, weil, ne, der hat ja unendliches Glück. Gucken wir uns mal Sparta an. Gucken wir uns mal die ersten 500, den ersten an. Mega Glurak, Mega Despotar und Gewaltrohr. Dann komme ich, Mega Glurak, Zapdos und Ampharos. Dann kommt Barret, Mega Despotar, Gewaltrohr und Ampharos. Dann kommt Luffy, Despotar, Mega Glurak und Ampharos. Dann kommt Karl, Ampharos, Mega Glurak, Zapdos. Lupia ist der oder die einzige, die jetzt mal Megas im Salat. Ich hoffe, ihr erkennt das Problem. Es sind immer die gleichen Pokémon da. Von daher, wenn man über die Preise schimpft, ja. Aber es wäre dann halt wirklich, dass alle die Legendären haben, dass wir alle die gleichen Teams haben. Da wären wir bei demselben Punkt wie jetzt. Dann würde man meckern, es gibt nicht genug Pokémon. Von daher wäre der Hauptgrund, den man eigentlich verändern müsste, in meinen Augen. Das ist alles aus meiner Perspektive. Es müssten viel, viel mehr Pokémon rein. Und die müssten auch, gut, die IV-Werte sind im normalen Pokémon-Spiel auch komplett unterschiedlich. Aber es kann zum Beispiel nicht sein, dass so ein Knocker fast unbrauchbar ist. Aber so ein, jetzt mal als Beispiel, jetzt in dem Verhältnis ein Zapdos, brutal stark ist. Da fehlen irgendwo, Eigentlich müssten es so machen, dass alle Pokémon ungefähr gleich stark sind. Dass es dann wirklich nur auf Typvorteil ankommt. Oder auf von der Zusammensetzung des Teams. Es wäre halt viel, viel interessanter. Weißt du, so guckst du dein Team durch. Ja, ich habe einen Geowatz für einen Pokédex. Ich habe einen Slimog für einen Pokédex. Ich habe einen Raupi für einen Pokédex. Gut, Raupi ist okay. Aber hier gerade Rihornior. Das ist von vielen vielleicht ein Lieblings-Pokémon. Und ist aber in dem Spiel halt scheiße. Es tut mir leid, wenn ich eure Gefühle verletze. Aber ist halt so. Und ich persönlich finde zum Beispiel Glurak mega scheiße. Aber es ist in dem Spiel mega stark. Denn ein starkes Mega-Glurak ist der beste Counter für Mega-Glurak, weil Drache. Das ist halt. Das Konzept an sich von Trainer Co. ist echt gut, aber nicht komplett zu Ende gedacht. Wenn man da wirklich viele Pokémon drin hätte und die Variation oder die IV-Werte trainieren könnte, gut, kann man ja eigentlich. Aber ich hoffe, ihr versteht mein Problem. Sagt mir doch mal eure Meinung, was man verändern könnte. Ja, die Preise sind viel zu teuer, bla bla bla. Das ist, sagen wir, eigentlich nebenbei ein bisschen geklärt. Aber man kann das auch gut Free-to-Play spielen. So ist es ja nicht, wenn man es wirklich geschickt macht. Von daher, nennt mir mal, was ihr verändern würdet. Mit welchen Punkten stimmt ihr überein? Welche Aspekte habe ich zum Beispiel wirklich komplett vergessen? Was wünscht ihr euch? Was habe ich zum Beispiel auch falsch durchdacht? Würde mich echt wissen. Würde mich echt freuen zu wissen und zu erfahren. So rum. Und dann können wir eigentlich schön in den Kommentaren diskutieren, wie wir es eh sowieso oft machen. Ich wünsche mir bloß, dass die dummen Kommentare wegbleiben und dass ihr denen einfach auch verbal aufs Maul haut, weil dumme Kommentare häufen sich mit einer steigenden Größe und ich hoffe, dass viele von euch die dummen Kommentare rauspicken und ihnen darauf aufmerksam machen, dass es ein dummes Kommentar ist. In dem Fall zum Beispiel, gucken wir uns mal das Simsalabvideo an, Entwicklungsfest 2 oder sowas. Der hat Simsala gar nicht entwickelt. Ja, ich habe es in dem Moment verpennt, dass ich es entwickelt habe. Aber 5 Minuten später habe ich es gemerkt, huch, sind wir noch gar nicht entwickelt. Entwickeln wir es noch. Einfach zu Ende schauen und dann dürft ihr gerne eure Meinung dazu äußern. Jeder darf seine Meinung äußern, es gibt keine falsche Meinung. Aber wenn sie doch sehr radikal ist, nenne ich euch meine radikale Meinung zu euch. Das soll es auch schon gewesen sein. Von daher, lasst uns diskutieren, lasst uns philosophieren. Nennt mir eure Wunschideen für Videos. Ich bin aktuell immer noch sehr, sehr planlos. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Ö.